Ja, ein ganz herzliches Willkommen hier zurück auf dem Kanal ZJKD. Ich bin's nach einer Pause mal wieder, der Philipp. Und ich melde mich zurück mit Open Transport Tycoon Deluxe, und zwar zu einer neuen Staffel. Ja, wir sind im Jahre 1935, schreiben den 6. Februar und haben es gerade 3.21 Uhr. Nun, zur zweiten Staffel gibt es einige Sachen zu erzählen. Und zwar spielen wir nicht einfach mit Open Transport Tycoon, nein, wir spielen mit dem Springs Patch Pack 2013. Da sind einige nette Features und Mods drin, die mir sehr gut gefallen und die das Spiel auch wirklich verbessern, finde ich. Und dadurch entsteht ein großer Mehrwert. Ich habe gesehen, dass ich die falsche Währung habe. Lass mich das noch kurz korrigieren. Und zwar, wir sind ja eigentlich in so einer amerikanischen Welt. Also nehmen wir einfach mal Dollar. Dollar ist einfach gut. So, wir haben hier 199.630 Dollar. Ja, und hier haben wir einige Modifications drin, wie ich soeben gesagt habe. Und ich werde gleich mal beginnen. Hier zeige ich euch noch kurz die Liste mal der New Gear Fs, die ich aktiviert habe. Ist eine Menge, das muss ich sagen. Ich werde auch mal noch ein Bild machen und es irgendwo verlinken, dass ihr das dann seht, falls ihr das nachspielen wollt. Hier einige Sachen, die funktionieren nicht, zum Beispiel das Road Set oder das Dutch Train Set Cargo Extension, aber frag mich nicht wieso. Aber das spielt ja auch keine Rolle, das ist ja automatisch deaktiviert. So, wir sind wieder ganz am Anfang, haben nicht gerade die extrem unbegrenzten Mittel. Und ich würde mal sagen, wir gucken mal, was es so für Subventionen gibt. Passagiere von Carter nach Mudbourne, okay. Mudbourne ist da, okay. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit einer einfachen Buslinie an. Mit einer schönen Brücke. Nein, so viel Geld haben wir noch nicht. Das kann ich mir noch nicht leisten. Normalerweise würde ich das jetzt hier schön gerade gestalten. Aber hier muss man das fast tun. So. Die Subvention, das weiß ich jetzt. Jetzt müssen wir noch einige Einstellungen vornehmen. Und zwar die Transparenzeinstellung. Dazu noch die Leiste für den Landschaftsbau. So, hier kann ich nämlich die Bäume gerade schnell ausschalten, wenn ich die einfach nicht gerade im Bild haben möchte. So, dann machen wir... Können wir das von hier schon machen? Nö. Machen wir das so. Nee, das ist mir immer noch zu teuer. Wir müssen hier einmal so eine kleine Brücke bauen. Und zwar nehmen wir die Viaduktbrücke. So. Das muss ja dann auch etwas abwerfen, ne? Würde ich sagen, machen wir das. Ich habe es übrigens auch so gemacht, dass die Städte selber sich nicht ausdehnen können von den Straßen, sondern dass nur ich die erstellen kann. Ich glaube, die etwas eingefleischteren OpenTTD-Fans werden das sicher schätzen, auch respektieren, weil wenn man mal eine Stadt mehr als vier Stationen hat, dann wächst die einfach ins Riesengroße und das sieht dann aber nicht mal schön aus, wenn du so eine Stadt mit irgendwie 200.000 Einwohnern hast. Das finde ich einfach nicht mal schön. Ich finde so, die Obergrenze für eine Stadt liegt etwa so bei, ja, bei einer ganz großen kann es mal 30.000 sein, aber sonst sollte es so im Bereich von 10.000, 15.000 sein. Und das ist auch genügend. Und da kommen auch wirklich genug Leute an den Bahnhöfen. Also das ist nicht das Problem. Und ja, dann haben wir das so gebaut. Dann werde ich das mal hier noch ein bisschen optimieren. Das noch zerstören. So. Dann hoffentlich werden sie mich noch eine Busstation machen lassen. Und hier ebenfalls hier im Zentrum. Und da würde ich sagen, machen wir mal die erste Linie. Wo hat denn das Platz? Das mal da. So. Unser erster Bus. Wie aufregend. Ich mache mal nach Einführungsdaten. Was sind die neuesten Busse, die wir hier haben? Okay. Also wir sehen schon, mit den New Gear Fs haben wir da auch wirklich eine gute Auswahl und das macht es für mich auch ein bisschen aus, oder? Ansonsten hier, ich glaube, das sind die normalen, die Standard hier. Oder auch nicht. Aber die sind aber nicht so geil. Nee, der hat 40, der sieht ganz gut aus. Kostet nicht so viel. Aber der ist viel schneller.
Nö, der ist mir schon wieder zu alt. Was mit dem hier? Wow, der ist. Das kann aber nicht sein. Ich glaube, ich kaufe mir den Flexible Airway. Ist zwar nur für den Stadtverkehr, aber der ist schnell. Die anderen sind alle nicht so schnell. Ich könnte mir auch den zulegen. Der kostet 5.000, oder? Der kostet 16.000. Ne, ich kaufe mir so einen. Oder dann gleich noch einen zweiten. So, zu Firma und Farbgebung werde ich gleich noch kommen. Da habe ich mir eigentlich noch gar keine Gedanken gemacht. Das wird einfach so geschehen, denke ich mal. Dann, dass wir gleich mal was haben, machen wir hier mal vollladen. Weil normalerweise fährt er ja beim ersten Mal einfach durch. Und das will ich auch nicht haben. So. Eine weitere Neuheit ist, wie ihr es vielleicht schon gesehen habt, hier, wenn ich den Fahrplan anschaue, und das sieht ein bisschen anders aus als normal. Hier kann ich zum Beispiel das automatisieren, das heißt, ich überlasse den ganzen Fahrplan dem Computer. Und der kann dann zum Beispiel einstellen, dass wenn ich zum Beispiel mehrere Fahrzeuge habe, dass die immer den gleichen Abstand haben. Das heißt, es ist nicht so wie sonst manchmal, dass die immer so gleich zwei hintereinander und dann lange nichts kommt, sondern da kommt dann wirklich, das wird dann so geregelt, dass die dann an den verschiedenen Stationen auch warten müssen. Und ja, dann haben wir immer genau den perfekten Abstand. Und ich glaube, ja, hier haben wir sehr viele Passagiere. Können wir noch ein paar von diesen Bussen machen? Und wir werden es dann gleich sehen, wenn der Fahrplan aktiv ist, werden sie sich. Ich lasse die mal einfach alle fahren. Aber wenn der Fahrplan dann aktiv ist, dann werden wir den Unterschied sehen, weil jetzt sind die alle so hintereinander. Und wenn der Fahrplan dann endlich mal kommt, jetzt habe ich das etwas schon zum fünften Mal gesagt, dann werden wir das dann so sehen, dass sich das dann so aufteilt. Und das ist dann schon viel praktischer, denke ich. So, und. Was hat er schon verdient? 800. Und ja, der ist erst einmal gefahren, aber wir sehen hier, wenn wir hier drauf gehen, dass der Fahrplan noch nicht aktiv ist. Und das wird dann gleich kommen. Na gut, jetzt ist er dann aktiv. Und jetzt müssen wir hier sehen, genau hier, der wartet jetzt, obwohl er eigentlich schon voll ist, wartet der jetzt ein bisschen. Und der wird auch genau den Abstand zu den anderen Fahrzeugen einhalten. Und das ist, finde ich, ein ganz gutes Feature. Jetzt müssten es die ja nur noch auch noch machen, dann wäre ich eigentlich schon glücklich, ne? So, das ist unser erstes Fahrzeug. Ich habe hier sehr viele Passagiere. Vielleicht würde es sich lohnen, dann mal in eine Bahnstrecke zu investieren. Das muss ich aber alles noch auch herausfinden. Ja, wir haben hier. Ich habe hier übrigens die neueste Version von dem FIES-Paket drin, das heißt das Industry Replacement Set. Und ich sehe jetzt gerade, wir haben hier einen Überseehafen. Das habe ich vorhin also auch noch nicht gesehen. Das scheint mir neu zu sein. Bauhof kenne ich, Hotel kenne ich. Das kennt man alles, ja. Aber den Überseehafen, das habe ich echt zum ersten Mal gesehen. Vielleicht ist es ja ein neues Feature oder so, weiß ich nicht. So. Was machen wir noch? Was machen wir noch? Ich würde sagen, wir investieren einfach mal in eine Bahnstrecke. Da lege ich hier einfach mal das flach hier. Lösche hier ein bisschen was. Machen einfach mal einen Bahnhof. So. Ich habe hier ebenfalls hier diverse Sets, die wir gebrauchen können. Wir sehen sie, wir haben wirklich sehr viele Sets. Und ja, ich würde sagen, das sollte mal, was nehmen wir da? Gibt viele schöne Sachen. Rural Station, die sind doch schön. Dann nehmen wir hier mal drei Gleise mit vier Länge. Und wenn ich Ctrl gedrückt halte und dann den Knopf drücke, dann kann ich auswählen, zu welcher Station es gehören soll. Und da wir das natürlich gemeinsam haben möchten, klicke ich einfach hier drauf und jetzt sehen wir, ist das verbunden. Jetzt haben wir in einer Station, können wir Züge und Busse abfertigen. Dann machen wir noch diese Prellbocke hin, diese Buffers. Die kann man zwar nicht benutzen, aber sie sehen einfach schön aus. So, und dann noch ein bisschen Eye Candy, da stehe ich auch drauf. Shelters. Ja, die sieht auch schön aus.
Gut. Wo wollen wir denn eine Strecke hinbauen? Ich würde sagen, wir machen das hier mal auf eine andere Seite. Oder hier nach Grenfingwell. Wobei, da müssten wir viel begradigen. Das will ich eigentlich zu Anfang, zu Beginn noch nicht. Deshalb lassen wir das mal einfach so. Ja, das lassen wir so. Wo könnten wir denn? Wir können nach Canninghead gehen. Ja, das könnte man. Werde ich das hier noch begradigen, wenn wir hier ebenfalls einen seltenen Bahnhof bauen. Dann würde ich sagen, hier mal dreimal Buffers. Dann die Plattform mit vier Länge. Ich denke, unsere Züge werden noch etwa die Länge von vier haben. Das wird sich wahrscheinlich als Standardlänge für uns festsetzen. Das sieht auch ganz geil aus. Dann haben wir das und jetzt müssen wir das nur noch verbinden hier. Und ich hoffe, dass wir dazu genug Geld haben, weil diese Strecken, die sind teuer, das weiß ich. Aber wir können dann auch guten Profit daraus schlagen, weil es gibt dann auch wirklich viel Geld, wenn man da die Strecke richtig baut. Müssen wir schon ein bisschen das anpassen hier. Ich kann übrigens noch eine kleine Ankündigung machen, und zwar kommt die nächsten Tage ein neues Let's Play. Und zwar wird das von City Skyline sein. Ich habe mir da mal ein paar Videos davon angeguckt von anderen YouTubern und so. Und das hat mich begeistert, finde ich. Und ich bin ja ein Freund dieser Städtebausimulation. Das mag ich ja eigentlich ganz gerne. Und ich habe mir gedacht, ja, wieso nicht? Ich würde sagen, machst auch mal ein Let's Play, schaust du, wie es ist. Und ich möchte euch natürlich teilhaben lassen. Jetzt fragen, wie teuer ist der Tunnel? 3600, ja, das ist natürlich nicht günstig, ne? Ist nicht günstig. Aber wir sind hier etwa auf der gleichen Höhe, das passt schon. Jetzt sind wir eins zu weit rüber gegangen. Sogar. Und ich achte hier wirklich noch nicht auf Ästhetik, hier wird einfach gebaut. Weil wir wollen ja die Strecke so günstig wie möglich in Betrieb nehmen können. Das ist ja das Ziel, dass wir nachher einen möglichst großen Profit ausschlagen können. Und ich würde sagen, zweispurig, das ist schon wichtig, dass wir das so machen gleich zu Beginn. Weil dann kann man natürlich viel mehr Züge fahren lassen. Und ich habe es bei mir so eingestellt, dass ich relativ viele Passagiere habe. Das können wir mal nehmen. Und somit können wir auch viele Züge fahren lassen und das sollte uns dann ganz schön Geld bringen. So, ja, ich würde sagen, wir bauen hier einfach mal gerade durch. Das sollte eigentlich. Machen wir hier das gerade mal schön hier. Und so würde ich das machen. So. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier auf derselben Höhe sind, ne? Was wir, glaube ich, aber nicht sind. Wir sind hier, ja, viel weiter auf dieser Seite. Das muss ich jetzt ein bisschen begradigen hier. Ich weiß, es gibt ein paar Leute, die absolut kein Fan sind von diesen Begradigungen, aber ich finde sie eigentlich sehr praktisch und man kann es alles etwas schöner gestalten, denke ich mal. Und zwar werde ich hier durchgehen. So, nochmal die Kurve. Und hier müssen wir eben was rüber gehen. Hier können wir doch Brücken machen. Mal, diese waren jetzt gar nicht so teuer, das geht eigentlich alles noch. Und ich habe immer noch ein bisschen Geld, was ich gut finde. Nehmen wir mal das noch weg und das noch ein bisschen begradigen hier, dass es nicht so schäbig aussieht. So, und wir nähen uns dem Ende zu. Die Strecke ist geschafft, hat mich jetzt etwa 100, 120.000 gekostet und ein bisschen mehr. Aber ja, geht.
Ich denke, damit können wir ganz gut gelb machen. Dann kommen wir zu den Signalen. Ich verwende hier das einseitige Pfadsignal beim Eingang und das normale Pfadsignal bei den einzelnen Stationen und sonst einfach das normale Blocksignal. Das tut es eigentlich immer für mich. Und ich weiß, oh, hier haben wir noch eine Lücke. So, dann muss ich das nochmal machen hier. So. Ja, das funktioniert natürlich nicht, ne? Weil dieses Springs-Patchpad hat auch den entscheidenden Vorteil, dass wir auf Brücken und Tunnels haben wir Signale. Das heißt, der ist nicht belegt, wenn einer drin ist, sondern da kann auch nach vier Felden oder wie auch immer man das hier einstellt, kann er wieder einen Zug durchfahren. Und das ist echt gut. Das habe ich vermisst im normalen OpenTDD. Und ich bin echt froh, dass sie das gemacht haben, weil so kann man auch längere Brücken machen, ohne dass da nur immer einer drauf fahren kann. Somit bin ich da schon recht zufrieden. So, dann haben wir die Strecke gemacht. Ich würde sagen, wir machen hier einfach mal ein Depot hier, so ein einfaches. Okay, jetzt haben wir kein Geld mehr. Gut. Dann müssen wir uns wohl oder übel einen Kredit leihen. Wir leihen uns hier mal, ja, wir leihen uns gerne mal alles. Volles Holz. 600.000. Aber damit muss ich jetzt auch auskommen. Dann machen wir hier ein Depot hin und jetzt nehmen wir uns da mal den preisgünstigsten zu, würde ich sagen. So, das sind die neuesten, die wir hier haben. Ich will ja vorsätzlich Passagiere transportieren. Vielleicht, wenn es sich anbietet, auch Post. Aber mein Hauptaugenmerk liegt mal auf Passagiere. Und ich überlege gerade, was wir hier für eine Lok nehmen sollten. Das ist schon so ein Express-Train. Aber ich denke mal, wie teuer sind denn diese Dampfloks? Dies ist zum Beispiel 75.000 und die hier ist für ebenfalls 75.000, 40.000, 78.000. Also die sind schon teuer. Kostet dann zum Beispiel der Zug hier, der kostet ebenfalls 50.000. Die kosten noch 40.000, der ist günstig hier. Wollen wir sagen, wir machen mal, kaufen mal diese Lok. Dann hängen wir hier mal ein paar schöne Waggons ran. Die würde ich sagen, würden noch ganz gut passen. Ja, die sehen ganz geil aus. Vier Länge, das passt ebenfalls. Und dann würde ich sagen, die erste Verbindung, die steht. Zwar machen wir das mal ebenfalls automatisch und dass er hier nicht einen Leerlauf macht, werde ich beides mal vollladen machen. Der erste Zug ist auf dem Weg. So, währenddessen werde ich hier mal das umbenennen in Canninghead Bahnhof, genau. Und ich werde einen kleinen Trick anwenden. Und zwar machen wir hier eine Bushaltestelle ins Zentrum rein. Oder gleich zwei. Und werden die miteinander verbinden. So. So kann nämlich der Bahnhof auf die Leute zugreifen, die gar nicht in seiner Reichweite sind. Und so werden wir auch anständige Passagiertransport machen können. Dann hier, naja, hier haben wir schon sehr viele Passagiere. Da wird es Zeit, dass wir hier mal was machen. Dann wie viel? Nein. Der hat dabei 400 Passagiere. Ja, das ist gut, das lässt sich doch sehen. Ich gleich noch einen zweiten Zug davon machen, diesen genau kopieren. Und das Vollbeladen nehmen wir mal. Na, das lassen wir mal noch. Wir haben hier einen gemeinsam genutzten Fahrplan, das heißt, wenn ich hier das Vollladen wegnehme, dann lädt er sich hier nicht voll und das will ich nicht. Ich will, dass er sich hier ebenfalls voll lädt, dass wir auch den maximalen Profit hier rausholen können. Sehen wir, ist er dran. Das ist eigentlich ganz schön lange geht, finde ich.
Aber ich denke, das wird so nach diesem wird das schneller gehen. So, jetzt haben wir genug mit dem Gepfeife hier. Jetzt sind wir das weg. Gut. Ja, die erste Busverbindung steht, die erste Bahnverbindung besteht ebenfalls. Ich würde mich als glücklich bezeichnen. Ebenfalls, aber was können wir hier noch machen? Und zwar können wir hier die Straßen etwas ausbauen. Ich denke, es sollte jetzt auch ein bisschen Geld reinkommen. Vielleicht haben wir ja schon den ersten Engpass überwunden und können jetzt ein bisschen lockerer mit dem Geld umgehen. Das würde mich natürlich ebenfalls freuen. Aber es sieht, glaube ich, gut aus. Was ich noch machen wollte, sind ein paar Busverbindungen, vielleicht hier rüber. So. Machen wir hier eine Brücke. Nee, das ist nicht zeitgemäß. Das ebenfalls nicht, das auch nicht. Und das passt nicht. Da muss ich so einen nehmen, ne? Wenn wir hier die Straßen etwas schöner gestalten. Weil ich bin ja auch so ein typischer Spieler, der Wert auf. Okay. Der wird auf Eye Candy legt, das heißt, es muss für mich auch schön aussehen. Es ist so ein bisschen vergleichbar wie mit einer Modelleisenbahn. Das muss ja auch schön aussehen, nicht einfach nur, dass sie da ist, oder? Ich denke, so kann man das ganz gut vergleichen. Okay, da hätten wir noch Platz. Hätte ich hier noch eine Straße bauen. Dann noch nach hier vorne. Ne, das wollte ich nicht. Genauso. Jo. Das haben wir alles schon mal gemacht. Wir sind bei 21 Minuten. Das ist ja nicht schlecht. Aber ich will noch irgendwas machen. Und zwar eine Tramverbindung wäre ganz geil. Dann mache ich mal einfach hier diese Straßenbahnstrecken. Ja, ich weiß, Tram ist auch so ein Schweizer Wort. Aber das dürfte mir einfach nicht übel nehmen. Ich bin mir das einfach gewöhnt, dass es ein Tram und so ist es halt. Ich würde sagen, wir machen das mal so rum. Ja, also die bringen ganz schön gut Geld. So, dann haben wir nochmal eine Station gemacht und hier werden wir auch mal eine machen. Und zwar Kata. Depot hin. Zack. Und die Trams können kommen. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Das geht da ist ganz schön. Oh, da haben wir sehr viele Passagiere drin Platz. Ich denke, das nehme ich einfach mal. 66, das ist schon ganz schön viel. Kata. Ach Scheiße, nein, jetzt habe ich das verbunden. Das war nicht das. Das habe ich nicht gewollt. Ja, man sieht's, verbinden super, super toll, aber wahrscheinlich bringt es einem doch nichts. So, nehme ich das weg. Und machen hier. Moment. So. Eine getrennte Station, und zwar Cusco, genau. So, dann werden wir mal zu Cusco nach Kata fahren. Ja, diese Namen, die sind schon kompliziert. Ebenfalls automatisierten Fahrplan. So, und was ebenfalls ganz interessant ist, auch bei diesem Patchpack dabei, das kann ich euch nur ans Herz legen, dass wir ein sogenanntes Departure Board haben und wir sehen, was wann kommt und was wann abfährt. Das ist ganz schön geil, finde ich. Sehen wir zum Beispiel, als nächstes kommt ein Zug, der ist aber schon verspätet. Und sonst haben wir immer die Busse, die kommen, wir sind hier arrived. Und dann, wenn er wieder geht, ist er weg hier von dieser Tafel. Und das finde ich eigentlich schon ganz schön geil. So, das Tram kommt ebenfalls. Ist etwas langsamer. Und zwar fährt das genau 40, wenn die schnellen Busse schon 72 fahren. Aber naja, weiter ist das nicht schlimm. So, jetzt haben wir dann gleich die 25-Minuten-Grenze erreicht. Und ich würde sagen, wir freuen uns, oder ich freue mich einfach auf diese zweite Staffel des Open TTD Let's Plays. Und haltet die Augen offen, denn von mir, wie gesagt, kommt noch ein neues Projekt. Und das war's jetzt erstmal.
Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.